Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ich habe richtig Lust, wieder mal etwas mit Käse zu machen. Hier auf YouTube ist schon länger kein Video mehr mit Käse gekommen und ich werde euch jetzt eines meiner Lieblingskäsegerichte auf TikTok zeigen. Ich kann euch schon jetzt versprechen, es ist richtig wild. Ich werde heute so ein dreifach frittierter Käsestick, drei Schichten Käse übereinander. Ich werde euch jetzt zeigen, wie es geht. Es ist auf jeden Fall zu wild. Als erstes ziehe ich mir meine Handschuhe an. Links und rechts. Und jetzt können wir auch schon mit dem Video beginnen. Gut, was brauchen wir fürs Video? Als erstes brauchen wir natürlich ein iPad. Dann legen wir auf das iPad eine Scheibe Käse drauf. So, auf die Scheibe Käse kommt dann Frischkäse, Philadelphia habe ich jetzt hier. So schön draufstreichen, nice. Und auf die Mitte der Käsescheibe kommt noch Mozzarella-Käse, ungefähr so. Das Ganze wird jetzt sorgfältig zusammengerollt. Ist nicht ganz einfach, aber es funktioniert. Let's go. So. Jetzt müssen wir links und rechts schauen, dass der Käse dort nicht rausfällt. Den kann man hier ein bisschen zusammendrücken. Hier ist es zusammengedrückt, dass das nicht rausfällt. Und jetzt können wir das Ganze panieren. Als erstes die Käsescheibe in Mehl wenden. So, ein bisschen abklopfen. Genau. Nach dem Mehl kommt das Ganze in Ei. Nach dem Ei wenden wir das Ganze im Paniermehl. So, und ganz wichtig ist, wenn ihr Käse frittiert, dass ihr eine doppelte Schicht Paniermehl nehmt, also beziehungsweise ihr gebt den Käse dann noch einmal ins Ei und nach dem Ei noch einmal ins Paniermehl. Und so sollte euer Käsestick dann aussehen. Das Ganze können wir jetzt frittieren. So, das Ganze geben wir jetzt ins heiße Öl und frittieren das für einige Minuten. Der Käsestick ist jetzt fertig frittiert und so sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall wild. Und ich habe jetzt richtig Lust, den aufzubrechen. Boah, gönnt euch einfach nur wild. Und er schmeckt richtig gut. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Von den Käsegerichten ist das auf jeden Fall eins meiner Favoriten. Drei Schichten Käse ist auf jeden Fall zu wild, richtig lecker. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal.